So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. In diesem Tutorial wollen wir uns mal anschauen, wie wir Windows 10 und auch Windows 11 mit dem Tool System-Reset.exe auf Werkseinstellungen zurücksetzen können. Das kann man zum Beispiel machen, wenn der Computer instabil ist, das Windows nicht mehr richtig funktioniert, dann kann man das auf Werkseinstellungen zurückführen. Das heißt, es ist auch ein Tutorial, was man jetzt nicht mal eben ausprobieren sollte, weil je nachdem, wie wir das machen, sind entweder die Programme weg oder Programme und Daten, was dann so einer fast schon Neuinstallation gleichkommt. Das kann man dann eben verwenden, wenn der Computer nicht mehr richtig funktioniert, nicht stabil ist. Da kann man die Werkseinstellung zurücksetzen oder man möchte den Computer weitergeben und dann sozusagen ein frisches Windows demjenigen übergeben, ohne die Benutzerdaten und das System auch entsprechend bereinigen. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Ich mache das jetzt auch hier nicht in meinem Windows, sondern ich habe hier eine virtuelle Maschine und da werden wir das Ganze hier mal ausprobieren. Das erste, was wir machen, ist, wir öffnen eine Eingabeaufforderung. Gehe ich hier ins Startmenü, gebe einfach mal Eingabeaufforderung hier ein, starten und hier geben wir dann den Befehl System Reset ein. Mit Enter bestätigen und dann kommt dieses kleine Fenster. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder die eigenen Dateien behalten, dann wird Windows sozusagen zurückgesetzt und alle Programme und Apps entfernt und auf Standardeinstellungen zurückgesetzt, oder wir können alles entfernen, das entfernt dann die Programme, aber auch meine Daten komplett. Also da sollte ich mir auf jeden Fall sicher sein, dass ich dann die Daten entsprechend gesichert habe. Das ist eh eine gute Idee, bevor man sowas macht, die Daten nochmal sichern. Ja, fangen wir mal an mit den eigenen Dateien beibehalten. Ja, wir wollen jetzt einfach mal Windows zurücksetzen, aber die eigenen Dateien behalten. Klicke ich jetzt hier mal an, dann legt er hier auch schon los. Es erscheint eine kleine Zusammenfassung von Elementen, die er sozusagen entfernt. Das sind jetzt einfach die Programme, die ich jetzt hier installiert habe, wie zum Beispiel die Bestellformular, LibreOffice, Microsoft Edge und diese ganzen Sachen. Da klickt man dann weiter, bestätigt das Ganze, kommt nochmal eine kleine Zusammenfassung, was er jetzt macht, und dann bestätige ich hier nochmal mit zurücksetzen. Und jetzt setzt er den PC zurück. Da muss man jetzt ein bisschen warten, er wird dann auch neu starten, gucken wir uns dann an. Der Rechner bzw. die virtuelle Maschine in dem Fall hat jetzt auch neu gestartet. Kommt die Meldung, der PC wird zurückgesetzt. Dauert wieder ein bisschen, müssen wir wieder warten. Jetzt sind wir auch schon am Ziel. Er hat noch einmal oder so neu gestartet, dann nochmal ein bisschen rumgerödelt. Und jetzt können wir uns einfach wieder anmelden, ganz normal mit unserem Benutzernamen, weil unsere Benutzerdaten ja noch da sind. Das heißt, ich gebe jetzt hier einfach mal mein Kennwort ein. Man sieht, der Bildschirm ist auch ein bisschen kleiner hier schon. Das liegt einfach daran, weil die VMware-Tools, die eben für die Bildschirmauflösung hier wichtig sind, eben mit deinstalliert worden sind, also mit zurückgesetzt worden sind. Das heißt, hier fehlt jetzt alles. Und wenn ich mich jetzt anmelde, sieht man das auch. Es sieht so aus, als ob ich mich zum ersten Mal an diesem Computer anmelde. Angemeldet, man sieht jetzt den Desktop wieder, und was wir auch sehen ist, dass die Daten noch da sind. Hier hatte ich ja vorhin auch schon diesen Installer hier von LibreOffice. Man sieht, der ist weiterhin hier da und vorhanden. Wir haben hier noch eine kleine Übersicht über entfernte Apps. Hier können wir dann nochmal nachschauen, was er denn genau alles entfernt hat. Und im Prinzip habe ich jetzt hier wieder ein frisches Windows und kann dann hier wieder alle Programme installieren. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist das komplette Zurücksetzen des PCs auf Werkseinstellungen, wo dann eben nicht nur die Programme weg sind, sondern im Prinzip auch die Daten, was in so dann quasi einer Windows-Neuinstallation mehr oder weniger entspricht. Auch hier gleiche Vorgehensweise, wir öffnen eine Eingabeaufforderung und geben wieder System Reset ein. Und hier wählen wir jetzt eben die Option alles entfernen. Entfernt alle persönlichen Dateien, Apps und Einstellungen. Also hier sollte man sich wirklich sicher sein, was man tut, weil danach sind eben auch die Daten dann weg. Wir klicken das hier an. Es kommt wieder die Vorbereitung. Und jetzt kommt eben eine Auswahl, was wir machen wollen. Wollen wir jetzt nur die Dateien entfernen, zurücksetzen, alle Programme und Dateien entfernen? Oder wollen wir auch das Laufwerk bereinigen? Das Laufwerk bereinigen, das kann ich dann auswählen, wenn ich den PC weitergeben will. Sozusagen, ich möchte den PC auf komplett zurücksetzen, das Windows, und ich möchte, dass die Dateien weg sind, und ich möchte auch, dass die Dateien nicht wiederherstellbar sind, weil ja normalerweise ist ja so, ich lösche irgendwelche Dateien von meinem Computer und mit einem entsprechenden Datenrettungstool, habe ich auch Videos dazu gemacht, kann man die Dateien wiederherstellen. Und wenn ich das Laufwerk bereinige, dann ist es eben nicht mehr möglich, da die Dateien sozusagen wiederherzustellen. Das heißt, wenn ich den Computer verkaufe oder weitergebe, dann sollte ich hier die zweite Option hier wählen, Laufwerk bereinigen, dass da eben nichts wiederhergestellt werden kann.
In unserem Fall wollen wir es ein bisschen schneller uns jetzt hier machen. Da entferne ich jetzt hier nur die Dateien und klicke ich an. Gleiche Vorgehensweise. Es kommt jetzt hier auch nochmal gleich eine kleine Zusammenfassung. Und hier sehen wir dann alle Apps und Programme entfernen und eben auch alle Daten. Man sieht jetzt hier, es sind noch so ein paar, komische Sachen hier drin. Hier scheint es irgendwie an Übersetzungen zu fehlen. Ich nehme an, dass dieses RESTR, das ist so eine Funktion aus der Programmiersprache, und er sollte ja eigentlich einen Text reinladen, was er da sozusagen macht, aber der scheint dann hier an der Stelle zu fehlen. Gut, soll uns nicht weiter stören jetzt hier. Wir machen jetzt hier zurücksetzen und dann geht das im Prinzip genauso los wie auch vorhin. Auch hier ein Neustart des Computers, PC wird zurückgesetzt. Warten wir ab. Gut, er ist jetzt soweit fertig und was man hier sieht ist, er fängt jetzt im Prinzip genauso an, wie wenn wir jetzt Windows neu installiert hätten, dass wir einfach jetzt hier alles konfigurieren müssen, Land auswählen, Tastaturlayout, Benutzer, Passworten, diese ganzen Sachen, das ist genauso wie jetzt hier bei einer Windows Neuinstallation. Ich mache die Sachen mal durch und dann schauen wir mal, wie das Windows aussieht. Ich habe alles eingerichtet, Windows ist jetzt gestartet, sieht auf den ersten Blick so ähnlich aus wie vorhin, aber wenn ich das Startmenü hier zumache, dann sieht man, dass jetzt hier die Datei, die ich vorhin noch auf dem Desktop hatte, weg ist. Das heißt, alle meine Daten und Programme sind jetzt weg. Es verhält sich genauso wie eine Windows-Neuinstallation. Der PC ist jetzt zurückgesetzt und wenn ich den jetzt richtig bereinigt habe, könnte ich den dann nehmen und jemand anders sozusagen geben, der das Ganze dann weiterverwenden kann und sich dann selber die Programme wieder installieren kann. Damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Das war es, was ich zeigen wollte. Wie gesagt, das Ganze probiert man oder macht man nur, wenn es wirklich notwendig ist, wenn es irgendwelche Stabilitätsprobleme in Windows gibt oder man den Computer weitergeben will. Aber so funktioniert das Ganze. Und meine Empfehlung ist immer vor solchen Sachen natürlich dann ein entsprechendes Backup der Daten dann zu machen. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom MakeTV Blog.